Hallo, herzlich willkommen zum Fan-Talk, zum digitalen Fan-Talk nach der Partie Basketball in Braunschweig gegen Niners Chemnitz. 93-77 Sieg, neben mir Nils Mittmann, Geschäftsführer der Basketball in Braunschweig. Ja, das war heute mal ein vergleichsweise entspannter Sieg am Ende und darüber freuen wir uns natürlich. Nils, was sagst du zu dem Spiel? Ja, erstmal freuen wir uns in der Tat über das Ergebnis. Ich denke, war auch ein tolles Spiel zum Angucken. Gutes Zusammenspiel, phasenweise haben wir wirklich gut verteidigt, insbesondere im dritten Viertel, wo wir Chemnitz auf 10 Punkte halten konnten. Ich glaube, das ist das, was wir noch viel, viel mehr sehen wollen. Sind wir im vierten Viertel ein bisschen nervös geworden, glaube ich, haben dann nochmal doch einen kräftigen Run der Chemnitzer irgendwie gestattet. Nichtsdestotrotz haben wir dann, glaube ich, gute Antworten gefunden und dann, wie du sagst, das relativ entspannt über die Bühne gebracht. Ja. Haben wir schon gerade uns angeguckt, 29 Assists heute, das zeigt ja wirklich, woran es gelegen hat, dass wir heute so gut waren, also ein tolles Zusammenspiel. Ja, absolut. Viele Assists hat dann auch dazu geführt, dass wir wirklich viele gute Würfe hatten. Wenn man sich die Wurfquote anguckt, 77% Zweier, 23 von 30 Würfen, das ist exzellent, die wir da getroffen haben und das war zum großen Teil unserem guten Zusammenspiel geschuldet und das war eigentlich schön, das war wirklich schön anzusehen, das hat Spaß gemacht. Okay, letzte Frage, weil die Spieler schon draußen warten. Hat es vielleicht auch daran gelegen, ihr hattet, glaube ich, mal wieder eine Trainingswoche. Ne? Das ist ja schon eine Seltenheit zurzeit. Ne? Das Team konnte tatsächlich mal wieder unter der Woche ein bisschen trainieren. Ne? Ja, schön, dass du das als Trainingswoche bezeichnest. Also wir haben am Dienstag gespielt. Ja, gut, okay. Also sind auch 5 Tage. Schon für unsere Verhältnisse jetzt tatsächlich, wir konnten einen Tag so gestalten, wie wir ihn gerne öfters gestalten würden. Das haben wir gemacht am Donnerstag. Da haben wir die Intensität wirklich hochgehalten im Training oder hochgebracht. Ich glaube, den Spielern hat es nicht so gefallen an dem Tag, aber ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir sind eine Jugendmannschaft, wir müssen in die Halle, wir müssen arbeiten. Ja, und dann sieht man es. Ich glaube, die Intensität heute von unserem Spiel war höher als die der Chemnitzer. Und ja, das ist für mich am Ende auch bei einem schönen Zusammenspiel der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum wir heute gewonnen haben. So, alles klar. Danke. Danke, Nils. Wir sehen uns Samstag wieder. Und dann kommen auch schon die Spieler, Lukas Meissner heute und Martin Peterka. Ja, also trainingsvorm, eine 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 trainingsvorm,
I feel really comfortable here. So, like I said, I'm really happy that I did this step and like I'm enjoying this season. Okay, also der Kapitän freut sich, dass das so schön findet hier. Ich habe ihn gefragt, wie er seine Situation hier sieht in Braunschweig. Er ist das erste Mal weg aus seinem Heimatland Tschechien und er hat gesagt, das war für ihn der richtige Schritt. Er fühlt sich hier sehr, sehr wohl und ist auch super vom Team aufgenommen worden und deswegen für ihn eine sehr gute Situation. Gibt es Fragen an dieser Stelle hier schon mal? Bislang nicht. Okay. Lukas, immer noch ein straffes Programm. Ich habe gerade schon mit Nils gesprochen. Das war unter der Woche, konnte sogar mal wieder ein bisschen vernünftig trainiert werden. Du leider nicht dabei, aber unter der Woche, Stichwort, bist du unter der Woche zurzeit auf einer Reha und wie machst du und wo wirst du wieder fit quasi? Also im Moment mache ich meine Reha in Braunschweig und teilweise habe ich fast mehr zu tun im Moment, als ich fit zu tun hätte, weil ich schon bei jedem Training dabei bin, will ich natürlich auch mich zeigen, für die Jungs da sein. Dann habe ich trotzdem noch Reha mit Christian und dann parallel noch Aufbautraining auch schon für meine Beine. Deswegen, das passiert alles im Moment hier in Braunschweig, ja. Okay, also auf jeden Fall wird dir nicht langweilig, das ist schon mal gut. Martin, how about your role in the team? You started playing at position 4, then somehow you played at position 5 too. Now we had a few hurt players, so how do you see your role in the team now on the court? I think like at the beginning of the season I started as a 5. I was like okay. At the 5 with the Gavin. And like after that like Benjo came, Luki got hurt, so... Like I moved to the 4 position and now like I'm playing only 4 position, so we are there like switching with Luke van Sloten, so I just accepted the role and I'm trying to give my best to the team. Okay, also ich habe gefragt, wie er seine Rolle auf dem Feld sieht. Er sagt, zu Anfang hat er eben Position 5 gespielt mit Gavin Schilling, seitdem Benedikt Todic da ist, kann er die 4 spielen, abwechselnd mit Luke van Sloten, das ist momentan seine Rolle auf dem Feld. Er hat seine Rolle von Anfang an so akzeptiert und gemocht quasi und fühlt sich wohl damit. Gibt es Fragen auf Instagram? Heute mal keine Fragen. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir es an dieser Stelle. Haben ja auch wieder nette Infos bekommen von den Jungs. Und Dankeschön, Lukas. Viel Glück weiterhin und ja. In der Reha. Letzte Frage noch. Gibt es eine Prognose? Das wollte ich noch fragen. Wie lange die Reha in Anspruch nimmt, hat man dir in Aussicht gestellt, wann du vielleicht mal wieder auf den Platz zurückkehren kannst? Ja, also es war ja kommuniziert, dass die Saison für mich vorbei ist. Ja. Deswegen kann man mich auf dem Spielfeld erst wieder nächste Saison sehen. Aber ich glaube, ich werde hoffentlich im Mai endlich wieder voll trainieren können. Wahrscheinlich wird es Richtung Ende Mai dann erst werden. Also okay.
toi, toi, toi. Really last question. Do you know words in German or nothing? For sure, until I know some sentences also. Ich bin Martin Pederka, ich komme aus Tschechischen Republik. Oh. Ich spiele Basketball. Oh. Nice, Martin. Ja. Yeah. Ich bin 26 Jahre alt. Jahre. Und hast du Lust ins Kino zu gehen? This is more than many American players can say after 5 years in Germany. So, respect. Okay, dann danke euch zu Hause. Thanks, Martin. Danke, Lukas. Bis Samstag. Macht's gut.